Also ich kenne sehr viele, die einfach verängstigt sind. Übrigens nicht nur Jesiden oder Aleviten und Kurden, sondern auch viele demokratische Türkinnen und Türken, die selber nach diesem Spiel gesagt haben, der hat alles kaputt gemacht. Wir haben so gut gespielt, die Mannschaft hat so gut gekämpft. Und dann kommt der und macht seinen Wolfsgruß und macht damit halt alles fertig. Hallo und herzlich willkommen zum Spiegel-Spitzengespräch, dem Talk für alle, die politisch mitreden wollen. Mein Name ist Markus Feldenkirchen, ich bin Autor im Hauptstadtbüro des Spiegel und empfange hier regelmäßig Gäste aus dem politischen Deutschland. Im Einzelgespräch oder in kleiner Runde besprechen wir die gesellschaftlich und politisch relevanten Themen unserer Zeit. Wie rechtsradikal ist die türkische Nationalmannschaft? Warum lassen sich UEFA und FIFA von Diktaturen instrumentalisieren? Und, auch nicht ganz unwichtig, schafft Deutschland den Einzug ins Halbfinale gegen Spanien? Herzlich willkommen zum Spitzengespräch EM Spezial mit diesen Gästen. Mia Güte ist da, Kollegin vom Fußballmagazin Elf Freunde, die natürlich ganz viel Fußball-Sachverstand mitbringt, aber der man eines nicht vorwerfen kann, dass sie ein sogenannter Erfolgsfan ist. Sie ist nämlich Anhängerin vom Hamburger Sportverein. Herzliches Beileid und herzlich willkommen. Vielen Dank für beides, sowohl das Beileid als auch die nette Begrüßung. Gerne. Kevin Kühnert ist da, der SPD-Generalsekretär, hat sicherheitshalber gleich drei Lieblingsvereine. Da ist Tennis Borussia Berlin, Arminia Bielefeld und, weil man ab und zu auch mal feiern will, der FC Bayern. Schön, dass Sie mal wieder da sind. Dankeschön. Burak Yilmaz ist da, der Buchautor und Theaterpädagoge, organisiert regelmäßig Fahrten ins ehemalige Konzentrationslager, Vernichtungslager Auschwitz, um insbesondere jungen Musliminnen und Muslimen den Horror des Holocaust vor Augen zu führen. Er wurde mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet und hat aktuell einen sehr kritischen Blick auf die Vorgänge der türkischen Fußballnationalmannschaft. Herzlich willkommen. Danke sehr. Ja, wir schauen zunächst mal auf den Dienstagabend. Da schlug die Türkei Österreich. Viel gefeiert wurde auf den Straßen von türkischen Fans, unter anderem hier in Berlin. Die Türkei zog ins Viertelfinale ein, zum ersten Mal seit 16 Jahren. So weit, so schön. Dann verbreiteten sich aber kurz nach Spielende Bilder auf Social Media, die inzwischen auch die große Politik bewegen. Der Doppeltorschütze der Türken, Merih Demiral, feierte sein Tor mit dieser Geste, dem sogenannten Wolfsgruß. Er sieht aus wie ein Schweigefuchs, ist aber auch das Symbol türkischer Rechtsextremer, der sogenannten Grauen Wölfe. Herr Yilmaz, klären Sie uns auf, was bedeutet der Wolfsgruß genau? Der Wolfsgruß ist eigentlich ein Bekenntnis zu den Grauen Wölfen. Das sind türkische Rechtsextreme, die in der Türkei an die türkische Überlegenheit glauben. Also Türken sind Menschen erster Klasse, alle anderen sind Menschen zweiter Klasse. Sie wollen die Türkei homogenisieren, keine Minderheiten haben, keine Aleviten, keine Kurden. Und die glauben tatsächlich an eine Art Großreich, das im Balkan beginnt und in China aufhört. Also wir haben es hier mit türkischen Rechtsextremen zu tun, die leider auch über den Fußball versuchen, ihre Ideologie zu verbreiten. Sie beschäftigen sich schon lange mit dieser Gruppe. Was würden Sie sagen, wie relevant und wie gefährlich sind die Grauen Wölfe? Ich meine, die Grauen Wölfe sind in Deutschland die größte rechtsextreme Gruppe. Das ist ein Problem, was wir hier haben. Und ich würde mir da auch wünschen, dass wir einfach den Rechtsextremismus... 18.000 Menschen werden den Grauen Wölfen zugerechnet. Genau. Und man darf diese Gruppe nicht unterschätzen. Sie agieren nicht nur politisch, sondern halt auch mit Gewalt, wie man jetzt in den letzten Tagen in der Türkei sehen kann, indem in Städten wie Kayseri geflüchtete syrische Menschen einfach angegriffen werden, ihre Häuser angezündet werden. Und ich halte diese Gefahr für real. Und wir müssen wirklich überlegen, wie wir neben dem deutschen Rechtsextremismus auch gegen den migrantischen Rechtsextremismus kämpfen können. Wir bleiben erstmal beim Torschützen Demiral und schauen, was die Bundesinnenministerin Nancy Faeser getwittert hat am Morgen danach. Der folgende Tweet: Die Symbole türkischer Rechtsextremisten haben in unseren Städten nichts zu suchen. Die Fußball-Europameisterschaft als Plattform für Rassismus zu nutzen, ist völlig inakzeptabel. Wir erwarten, dass die UEFA den Fall untersucht und Sanktionen prüft. Herr Kühnert, gehen Sie da mit Ihrer Parteifreundin?
Ja, definitiv, weil also als Innenministerin hat sie sich ja jetzt nicht nur auf Wikipedia dazu was angelesen, sondern sie verantwortet die Sicherheitsbehörden in Deutschland und weiß daher, dass die Grauen Wölfe nicht ohne Grund seit vielen Jahren in den Verfassungsschutzberichten von Bund und Ländern beispielsweise auftauchen und dort eben als genau das, was Herr Hilmers eben gesagt hat, eingestuft werden, als rechtsextreme Bestrebung, die insbesondere im Ausland, also im türkischen Ausland, nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern von den Communities sehr gut bespielt und besucht wird. Und das ist eine reale Bedrohung, werden auch Exil-Oppositionelle eingeschüchtert und anderes mehr immer wieder. Also insofern nicht nur ein Stadienphänomen. Umso erstaunlicher, wenn Sie all das sagen, Herr Kühnert, ist für mich der Umstand, dass schon Ende 2020 diverse Parteien, SPD, Grüne, FDP und CDU, CSU im Bundestag einen gemeinsamen Antrag dort von der Bundesregierung gefordert haben, gegen die Grauen Wölfe Organisationsverbote zumindest zu prüfen. 2023 gab es einen erneuten Antrag in die Richtung von der Linkspartei. Warum ist seitdem nichts passiert? Dazu muss man ja generell sagen, Vereins- und Organisationsverbote beschließen wir ja aus guten Gründen nicht einfach im Parlament in Deutschland, sondern nach Gesetzen, die beschlossen sind, prüfen dann die dafür zuständigen Behörden, gerade die Sicherheitsbehörden. Und wir haben das jetzt an verschiedenen Stellen, ob beim IZH in Hamburg, also dem iranischen Regime nahestehenden Kräften oder auch bei den Grauen Wölfen, dass manchmal, wenn man dann in die konkreten Vereins- und Verbandsstrukturen reingeht, es gar nicht so leicht ist, die notwendigen wasserdichten Beweise, mit denen man auch vor Gerichten bestehen kann, zusammenzutragen, die für ein solches Verbot notwendig sind. Aus guten Gründen haben wir in Deutschland hohe Hürden für das Verbot von Parteien, Organisationen und anderem mehr, damit nämlich nicht einfach missliebige Meinungen beiseite geschafft werden können. Aber wenn Frau Faeser sich auch öffentlich so exponiert gegen diese Gruppe, hätten Sie da nicht ein bisschen mehr Engagement von ihr und den ihr unterstehenden Behörden erwartet? Nein, weil ich weiß, dass sie da volles Engagement an den Tag legt. Und zwar nicht erst, wenn sowas passiert und sie sich über X äußert, sondern ich bin ja in verschiedenen Formaten mit ihr dazu immer wieder im Austausch und weiß, dass es sie auch dann beschäftigt, wenn gerade nicht öffentlich drüber gesprochen wird. Sie hat am Anfang ihrer Amtszeit den Rechtsextremismus als die größte Bedrohung für die freiheitliche Demokratie in Deutschland bezeichnet. Und sie meint das ausdrücklich spektrenübergreifend. Sie hat nicht nur deutsche Neonazis dabei vor Augen, sondern auch diejenigen mit anderen Hintergründen. Gründen diese Ideologie vertreten. Wird es denn nun ein Verbot der Grauen Wölfe geben und wenn ja, wann? Das kann ich nicht sagen, weil das ist ja keine Glaubensfrage, glücklicherweise, sondern nach Erkenntnissen, die Sicherheitsbehörden sammeln und die dann am Ende Gerichten vorgelegt werden. Wenn ich eine Prognose treffen soll, würde ich sagen, das, was diese Woche im Stadion passiert ist, wird dazu führen, dass die Grauen Wölfe in den nächsten Tagen und Wochen stärker im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehen werden, sicherlich auch stärker auftreten werden. Und vielleicht, wenn das irgendwas Gutes hatte, dann die Tatsache, dass da mehr zutage befördert wird, was diese Gruppe nach innen ausmacht. Sie glauben, dass dieser Gruß im Stadion quasi ein Verbotsverfahren oder ein Verbot wahrscheinlicher macht? Ich vermute leider, dass er dazu führen wird, dass mehr Akteure dieser Organisation in den nächsten Tagen in Erscheinung treten werden. Wir haben jetzt am Wochenende das Viertelfinalspiel der türkischen Nationalmannschaft in Berlin. Ich glaube, es braucht nicht viel Fantasie, um davon auszugehen, dass die Nachwehen dieser Geste dieses Spiel maßgeblich mitbestimmen werden. Wir werden diesen Gruß, wenn man ihn so nennen will, auf den Tribünen haben, im Umfeld, auf den Fanmeilen und andere mehr. Und das wird uns jetzt viele Tage beschäftigen und es wird viel Bildmaterial geben, was auszuwerten ist. Sie nicken, Frau Güte, Sie gehen auch davon aus? Ja, also die UEFA hat ein bisschen Zugzwang jetzt, weil das Spiel schon am Samstag um 21 Uhr ist. Das heißt, es ist in wenigen Tagen. Es muss jetzt eine Entscheidung getroffen werden, bevor Demiral eben wieder auf dem Platz stehen kann. Und ich würde der Innenministerin dahingehend zustimmen, dass die UEFA das nicht nur, wie sie gesagt hat, prüfen müsste, sondern dass ehrlich gesagt Sanktionen unausweichlich sind. Denn die UEFA, das kann man mögen. Welche Sanktionen denn? Eine Sperre zum Beispiel. Das kann man mögen oder nicht mögen, aber UEFA und FIFA, beide großen Verbände, mit denen zum Beispiel wir hierzulande zu tun haben, sind recht klar in ihren Vorgaben, dass politische Statements auf dem Platz sowieso nicht erlaubt sind. Genau. Albanischer Spieler wurde auch schon wegen einer nationalistischen Geste in der Vorrunde für zwei Spiele gesperrt. Genau. Und dann, wenn
gut, das war in Katar die FIFA, aber auch die UEFA hat zum Beispiel etwaige One-Love-Binden bei dieser EM verboten. Und wenn man gegen so etwas vorgeht, dann muss man gegen einen rechtsextremen Gruß erst recht vorgehen, zumal man auch das Argument machen könnte, dass die One-Love-Binde oder eine Regenbogenbinde gar kein politisches Statement ist, sondern ein Statement für universelle Werte bzw. ein humanitäres. Ja. Und hier sind Sanktionen für mich unausweichlich. Das heißt, es gilt es nicht nur zu prüfen, sondern alsbald durchzuführen. Herr Yilmaz, erwarten Sie das auch mit Blick auf das Spiel der Türkei am Samstag? Der türkische Staatspräsident Erdogan hat sich angekündigt, will da sein. Es wird spekuliert, dass quasi aus dem Stadion von den türkischen Fans genau mit diesem Gruß gegrüßt werden will. Welches Szenario halten Sie da für realistisch? Also wir dürfen nicht vergessen, dass Demirel Folgendes gemacht hat. Er hat diesen Wolfsgruß eigentlich in den Mainstream gebracht. Er hat diesen Wolfsgruß normalisiert und er hat die Anhänger motiviert, das Gleiche zu machen. Und das war ein bewusster Akt, glauben Sie? Das war für mich ein Bekenntnis, das war ein politisches Statement. Und das, was er dadurch geschafft hat, er hat sich mit dem rechten Mob eigentlich solidarisiert, der seitdem Andersdenkende in Social Media terrorisieren, die seitdem Druck ausüben. Ja, auf jeden Fall. Also gerade viele Freunde von mir, die von auch nicht nur vom deutschen Rechtsextremismus betroffen sind, sondern auch vom türkischen, die wollen harte Konsequenzen sehen. Das dazu gehört halt auch eine Sperre. Und wir dürfen nicht vergessen, wenn Fans sich rassistisch verhalten, ist es nicht in Ordnung. Aber wenn Nationalspieler wie der albanische Spieler oder jetzt der türkische Spieler, wenn die sich so verhalten und eine riesengroße Reichweite haben und Vorbilder für Jugendliche sind, dann ist das eine absolute Vollkatastrophe. Glauben Sie, dass Herr Demirel quasi ein Einzelfall in der türkischen Nationalmannschaft ist oder dass dieses Denken weiterverbreitet ist? Also das müsste man jetzt die nächsten Wochen auch beobachten, aber in der Vergangenheit hat Demirel zum Beispiel auch seine Kameraden versucht, dass sie vor der Tribüne nach einem Tor salutieren. Und Kaan Ayhan zum Beispiel hat sich dagegen gewehrt und er hat ihn verbal angegriffen dafür. Ne? Also da merke ich, dass aus Sportmanship-Perspektive gesehen, er ist auch illoyal gegenüber seinen eigenen Kameraden, weil er versucht, den Sport zu politisieren. Der versucht, rechtsextreme Inhalte reinzubringen und übt dadurch Druck auf die anderen aus, nach dem Motto, wenn ihr nicht auf meiner Seite steht, dann seid ihr mein Gegner, dann seid ihr meine Feinde. Und das ist eine Ideologie, das ist ein Denkmuster bei türkischen Rechten, die sehr, sehr tief verankert ist. Herr Kühnert, hätte eigentlich die Bundesregierung, deutsche Behörden, irgendein Mittel, um zu verhindern, dass Präsident Erdogan quasi den Auftritt am Samstag zu einer nationalistischen Machtdemonstration nutzt? Ist zumindest nicht ganz leicht, weil die Machtdemonstration entsteht ja am Ende vor allem durch die Reaktion der Menschen auf den Straßen. Und ich gestehe auch ganz offen ein, das ist jetzt meine größte Sorge. Wir erleben seit Beginn der Vorrunde, wie stark die türkischen Spiele begleitet werden von öffentlichen Feiern in allen Städten in Deutschland. Die Bilder, die Sie von der Gedächtniskirche in Berlin gezeigt haben, sind zwei Straßenecken von meinem Wahlkreis in Berlin-Schöneberg entfernt. Also ich erlebe das sozusagen nach jedem Spiel und frage mich natürlich, wie die vor allem jungen Menschen, die ich da ganz vielfach sehe mit türkischen Fahnen, wie die jetzt darauf reagieren. Die sind längst nicht alle Rechtsextreme, auch nicht mehrheitlich. Aber wenn es Erdogan und seinen Leuten jetzt gelingt, auch über soziale Medien, das zu so einer Art Identitätsfrage aufzubauen, dass man sich gegen die Angriffe von außen wehrt, indem man zusammensteht, diese Geste zeigt, ohne vielleicht selber so ganz genau zu wissen, was da passiert, dann geschieht genau das, nämlich eine Normalisierung einer politisch klar behafteten Geste und die Akzeptanz dieser Geste in stinknormale Spektren hinein. Umso hilfloser wirkt dann doch ein Staat, der es seit 4 Jahren nicht schafft, ein solches Verbot durchzusetzen. Entschuldigen Sie, da ich nochmal darauf zurückkomme. Ich finde das weiterhin nicht hilflos, dass man nicht einfach aus einer fragwürdigen Bestrebung sozusagen heraus, oder einer abzulehnenden Bestrebung heraus, ein Verbot einer komplexen Organisation. Es ist ja nicht ein eingetragener Verein wie ein Schützenverein in Deutschland, wo man klar sagen kann, Mitgliedschaftsregister, und dann kann man zuordnen, wer was ist. Das ist ja das Schwierige im Umgang mit diesen Organisationen, dass man es mit informellen Spektren zu tun hat, dass zum Teil auch Deckorganisationen und Räumlichkeiten genutzt werden. Das, glaube ich, ist etwas, was wir in der Politik vor allem mitzunehmen haben, dass wir einen weniger naiven Umgang damit brauchen, in welchen Räumen unter der Behauptung eines Kulturcafés oder anderem mehr Nachbarschaftsarbeit stattfindet, die, wenn man sich mit den Expertinnen und Experten in den Communities unterhält, oft klar ideologisch zuzuordnen. Was wäre denn Ihre Botschaft an Herrn Erdogan, wenn er am Samstag in Berlin ist? Dass er... Also ich
tue mich schwer damit, eine Forderung an ihn zu formulieren, weil ich eigentlich keine Erwartungen an ihn habe. Er ist mir in der Vergangenheit nicht als ein überzeugter Demokrat, der am gesellschaftlichen Frieden interessiert ist, aufgefallen. Er hat im Vorfeld von Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in der Türkei immer wieder auch mit der türkischen Community in Deutschland gespielt, hat Besuche in Deutschland in großen Hallen und ähnliches genutzt, um zu Hause, aber auch hier Stimmung zu machen. Insofern rechne ich nicht damit, dass er irgendein Interesse daran hat, hier die Situation zu befrieden. Ich würde das aber eigentlich natürlich von jemandem, der dieses Amt innehat, erwarten, dass er im besten Fall vorher sich zu Wort meldet und deutlich macht, dies ist eine Fußball-Europameisterschaft, dies ist über politische sonstige Meinungsverschiedenheiten weg ein Fest des Fußballs und das sollte im Mittelpunkt stehen. Aber mir fehlt der Glaube, dass ein solcher Ausspruch aus seinem Mund kommen wird. 18.000 Mitglieder ungefähr für die der Grauen Wölfe in Deutschland. Sie haben sich sehr mit der Organisation beschäftigt und sagen aus eigener Beobachtung, der Amateurfußball spiele eine wichtige Rolle bei der Rekrutierung. Inwiefern? Also die Grauen Wölfe haben schon angefangen in den 80er Jahren Vereine zu gründen, unter anderem auch türkisch-linke Vereine, weil es im deutschen Sport eine Regel gab, dass man maximal 2 Ausländer im Team hatte. Es gab einfach das Problem, also mein Vater hat den ersten türkischen Verein in Duisburg gegründet, weil er gesagt hat, wir durften halt nicht mitspielen. Also die haben uns einfach nicht aufgenommen und dann haben wir unsere eigenen Vereine gegründet, um mitspielen zu können. Und dadurch haben sie halt eben auch durch den Sport begriffen, der Sport ist ein niedrigschwelliges Angebot. Da können Leute mitmachen aus allen Milieus, arme Jugendliche, Jugendliche, die in migrantischen Stadtteilen leben, sowieso das Gefühl haben, man ist ausgeschlossen. Und sie versuchen halt eben über den Sport ihre Symbole auch zu normalisieren. Ich meine, ich war 10 Jahre lang Schiedsrichter. Ich habe bei Vereinen gepfiffen, die ganz offen die Symbole der Grauen Wölfe gezeigt haben, die völkische Märsche gespielt haben, wo Fans die Kinder aufgestachelt haben mit nationalistischen Sprüchen. Ich habe es immer wieder in den Spielbericht reingeschrieben. Es ist nichts passiert. Es gab keine Konsequenzen. Und das ist das auch in Bezug auf dieses Verbot. Also dieses Gefühl, von Seiten des DFB. Nicht nur von Seiten des DFB, auch mit dem Verbot, die Symbole zu verbieten oder auch die Organisation zu verbieten, weil das gibt mir das Gefühl, dass die so eine Art Narrenfreiheit hier haben. Und wenn ich mich frage, wenn da niemand was dagegen tut, also soll ich mich selber beschützen oder was soll Sie ich? Sie haben ja gehört, warum es das bisher noch nicht gab. Was denken Sie dann, wenn Sie Herrn Kühner zuhören? Also ich finde, so wenn wir jetzt immer weitere 4 Jahre warten und die weiter ihre Strukturen halt ausbauen, ein Verbot könnte Menschenleben retten, um das mal ganz dramatisch zu sagen. Also ich kenne sehr viele, die einfach verängstigt sind. Übrigens nicht nur Jesiden oder Aleviten und Kurden, sondern auch viele demokratische Türkinnen und Türken, die selber nach diesem Spiel gesagt haben, der hat alles kaputt gemacht. Wir haben so gut gespielt, die Mannschaft hat so gut gekämpft, wir haben so viel Sympathien gewonnen. Und dann kommt der und macht seinen Wolfsgruß und macht damit halt alles fertig. Und auch um diese Menschen zu beschützen, braucht es diese Verbote und auch vom DFB mehr Bewusstsein bei diesem Thema. Herr Kühnert nimmt das mit. Ich war jetzt kein einziger Satz dabei, dem ich widersprechen kann. Aber der Spieler, der den Gruß gezeigt hat, ist ja schon ein Beispiel dafür zu sagen, wegen ihm kann jetzt nicht allein eine Organisation verboten werden, weil er ist ja gar nicht als Mitglied der Organisation, schon gar nicht einer deutschen Organisation aufgetreten, sondern als türkischer Nationalspieler auf dem Platz. Also er ist der Anlass, dass wir jetzt hier darüber sprechen und dass sich Politik stärker damit beschäftigt. Es wird journalistische Recherchen geben, es wird Sicherheitsbehörden geben, die noch genauer hingucken. Wenn das dazu beigetragen hat, dass das Material, was für ein wasserdichtes Verbot gebraucht wird, stärker gesammelt wird, dann hat es was beigetragen, ja. Ja, Frau Güte, was glauben Sie, welche Auswirkungen jetzt dieser Skandal und die Diskussion auf die türkische Mannschaft, die ja weiterhin im Turnier ist, haben könnte? Es ist total schade. Ich habe und wir alle, glaube ich, keinen Einblick in das Innenleben der türkischen Kabine, inwiefern sich da Spieler von distanzieren oder dagegen wehren. Kaan Ayhan wurde erwähnt, ist einer, der sich vor dem Turnier mehrfach geäußert hat darüber, dass es eine Heim-EM in Deutschland auch für viele in der türkischen Nationalmannschaft ist. Kaan Ayhan selbst, der stellvertretende Kapitän, ist eben in Gelsenkirchen groß geworden. Für ihn ist das
genauso ein Turnier in einer seiner Heimatorte wie jetzt für deutsche Nationalspieler. Und das ist eigentlich ein Narrativ, was total schön ist, was mit dem Einzug ins Viertelfinale nochmal hätte bekräftigt werden können. Es ist eine Geschichte, die diese EM hätte prägen können, weil auch die türkische Nationalmannschaft seit 2008 nicht mehr so weit gekommen ist bei einem großen Turnier. Und jetzt wird das Ganze konterkariert und überschattet von einer nationalistischen bzw. rechtsextremen Geste. Das ist extrem schade und kann natürlich auch Auswirkungen auf das Spiel am Samstag sportlich haben. Auf die ganzen Reaktionen, unter anderem der Politik, unter anderem von Innenministerin Faeser, hat die Türkei wiederum in offizieller Seite reagiert. Das Außenministerium hat den deutschen Botschafter in Ankara vorgeladen. Die deutsche Empörung sei, Zitat, fremdenfeindlich. Was entgegnen Sie als Vertreter der Koalitionsregierung, Herr Kühnert? Also ich glaube, es sollte weltweit Usus sein, dass die Spielregeln der jeweils örtlichen Gesellschaft, niedergeschrieben in Gesetzen und Verfassungen, dass die zu achten sind. Das tun wir, wenn wir uns im Ausland bewegen. Und insofern, wenn wir darauf hinweisen, dass rechtsextreme Gesten bei uns nicht zum Meinungskanon in der Öffentlichkeit gehören, dann dürfte das niemanden überraschen. Und das trifft ja eben nicht nur türkische Rechtsextremisten und Leute, die diesen Gruß benutzen, sondern wir haben ja aus guten Gründen Gesetze in Deutschland, die Hitlergrüße und anderes mehr eben auch verbieten. Allein daran kann man ja schon erkennen, dass wir keinen selektiven Umgang damit pflegen, sondern dass wir klare Standards haben, wo das Spektrum der legitimen Meinungsäußerung in der Öffentlichkeit endet. Was steckt dahinter? Was glauben Sie, ist da tatsächlich eine Empörung vorhanden? Oder ist es wahrscheinlich sogar so, dass sich viele aus dem Dunstkreis von Erdogan letztlich mit dieser nationalistischen Bewegung identifizieren? Der politische Arm der Grauen Wölfe zum Beispiel ist Koalitionspartner von Erdogan. Wie sehen Sie diese Situation? Ich glaube, wir dürfen diese Logik des Kulturkampfes nicht mitmachen. Das ist ein Versuch, um abzulenken und gerade mit so ja sehr emotionalisierenden Worten wie ausländerfeindlich und fremdenfeindlich. Also wir haben auch über die Fans gesprochen, über die österreichischen Fans, die Deutschland den deutschen Ausländer rausgesungen haben. Wir haben gesehen, dass kroatische und albanische Fans gegen Serben gehetzt haben. Serben, die wiederum Kosovo das Existenzrecht abgesprochen haben. Das sind ja Dinge, die in den Medien thematisiert werden. Also wir reden hier nicht über den Wolfsgruß, sondern dass wir mehrere Fälle von Rechtsextremismus hatten und dass es darum geht, einfach eine klare Kante nicht gegen Türken zu zeigen, sondern gegen den Faschismus und gegen rechtsextreme Symbole. Sind die Fälle, worauf Herr Yilmaz anspielt, sind die symptomatisch für die gerade laufende EM? Auf jeden Fall. Also wir haben es mehrfach erwähnt, auch bei Fanmärschen der Ungarn war viel Nationalismus und viel Rechtsextremismus zu beobachten. Das ist schon immer eine Begleiterscheinung von großen Turnieren gewesen, wo sich das Fantum eben nicht auf einen Verein oder eine Stadt bezieht, sondern auf ein Land, wo dann vielleicht auch so ein Kampf zwischen Ländern irgendwie hochstilisiert wird. Wir leben gerade in sehr bewegten Zeiten, eine Europameisterschaft in Zeiten des Rechtsrucks. Damit ist eine Realität, mit der wir konfrontiert sind. Und es gab auch bei dieser EM schon vor dem Wolfsgruß viele, viele Fälle von Rechtsextremismus in und um den Stadion. Andererseits gibt es natürlich auch sehr schöne Begegnungen der Fans unterschiedlicher Länder auf den Straßen, die ausgelassen feiern, völlig losgelöst, manche sogar. Das ist dann doch der Kontrast. Am Donnerstag dann hat die Bundesregierung den türkischen Botschafter in Berlin einbestellt. Was denken Sie, Herr Kühnert, hat der da zu hören bekommen? Ich glaube, in diesem Gespräch ist es, das ist vor allem eine Reaktion auf das Einbestellen des deutschen Botschafters. Das macht man dann so, wenn der einbestellt, dann müssen wir auch einbestellen. Das, glaube ich, sind ein bisschen die diplomatischen Gepflogenheiten an der Stelle. Unsere deutsche Auffassung, ich glaube, das kann man auch über die Regierungskoalition hinaus sagen, ist nicht, dass man das Herkunftsland und die Regierung eines Staates in Haftung nimmt, wenn ein Fußballnationalspieler eine solche Geste auf dem Rasen macht. Also hätten die türkische Regierung nicht den deutschen Botschafter einbestellt, hätte für uns sicherlich kein Anlass dazu bestanden, den türkischen Botschafter einzubestellen, denn Fußballspieler sind als Fußballspieler dort und nicht als diplomatische Vertreter ihrer Nation. Aber deshalb auch nochmal die Frage an Sie, Herr Yilmaz, inwiefern ist dieser Gruß des Spielers durchaus stellvertretend für das Regime des aktuellen Präsidenten Erdogan?
Ja, ich meine, diese völkisch-nationalistische Ideologie, die ist ja bei dem Koalitionspartner eigentlich ein Programm. Ne? Also wir reden hier nicht nur irgendwie über ein Randphänomen, sondern wirklich als Teil der Regierung. Und da finde ich, dass man ja auch da einfach Haltung zeigen muss und keine Angst haben sollte und wirklich klare Worte halt wählen muss. Weil mir ist wichtig, also gerade als jemand, der in Deutschland aufgewachsen ist, in einer türkisch-kurdischen Familie aufgewachsen ist. Diese ganzen Identitätskonflikte und Kulturkämpfe sind halt irgendwie schon Teil meiner Kindheit gewesen. Und ich merke immer noch, dass wir eine große Sprachlosigkeit in Deutschland haben und irgendwie auch eine Unfähigkeit, da uns endlich mal ein bisschen weiterzuentwickeln. Und auch dieses Verständnis von wegen, der Fußball sei unpolitisch. Also wenn Sie mich fragen, ist der Fußball Politik? Und dieses Selbstverständnis und dieses Bild in Deutschland, darüber müssten wir, glaube ich, öfter reden. Frau Güte nickt, Sie sehen das ähnlich. Auf jeden Fall ist der Fußball politisch. Wir leben in Zeiten, in denen alles politisch ist. Auch zu sagen, man sei unpolitisch, ist ja ein politisches Statement. Und ich glaube, gerade in den letzten Jahren auch Diskussionen rund um Katar haben gezeigt, dass Politik aus dem Fußball nicht wegzudenken ist. Wir haben die Zahl 18.000 Mitglieder geschätzt genannt. Das heißt ja auch, dass bei weitem die große Mehrheit der Türken in Deutschland mit dieser Bewegung nichts zu tun haben, auch nichts zu tun haben wollen. Trotzdem sind diejenigen die Leidtragenden, weil sie jetzt von vielen quasi über einen Kamm geschoren werden. Ihr seid doch alles Nationalisten. Ja, das spielt leider jedes Mal eine Rolle, dass diese Pauschalisierung halt eben stattfindet. Und ich glaube, diese Pauschalisierung, da verlieren wir auch sehr viele Menschen, also gerade sehr sehr demokratisch gesinnte Personen aus der türkischen Community. Und ich merke das ja selber, wenn ich in der Öffentlichkeit Statements gebe oder ich habe über Instagram jetzt einen Post gemacht, der auch von sehr vielen aus der türkischen Community geteilt wurde, die selber gesagt haben, Dankeschön, finde ich super, oder mir persönliche Geschichten erzählt haben, dass sie gesagt haben, ich habe in meiner Familie einige, die rechtsextrem sind, wie soll ich mit denen umgehen? Also da ist auch ein Bedürfnis danach, irgendwie gesehen und gehört zu werden. Gleichzeitig aber trotzdem immer wieder auch ein Auge darauf zu werfen, dass es dieses Problem einfach gibt. Wir rücken mal weiter im Turniergeschehen. Frau Güte, gibt es neben dem Spieler Demiral noch einen Spieler, der Ihnen einfällt, der Ihnen negativ aufgefallen ist bei diesem Turnier? Also Sie haben erwähnt, dass ein albanischer Nationalspieler auch einen nationalistischen Gruß gezeigt hat. Ansonsten hat man jetzt auf dem Platz zumindest noch keine, also nicht, dass ich das mitbekommen hätte, ehrlich gesagt, noch keine... andere Gesten waren... das stimmt, ja, Sie denken sicherlich an Jude Bellingham, wenn genau. Ich das jetzt mal so richtig sagen würde. Genau, ein schönes Foto vorbereitet. Das ist jetzt kein nationalistischer Gruß, aber ein unschöner Gruß. Etwas obszön. Was ist das, wenn Sie das blicken? Ist das einfach ein junger Mann, für den man Verständnis haben muss, mit dem mal die Emotionen durchgegangen sind, oder ist das problematisch? Das war in Richtung der slowakischen Fans. Er bestreitet das zwar, aber es war offensichtlich so. Ich finde, es ist ein bisschen was von beidem. Jude Bellingham hat eben in der, ich glaube, es war die 6. Minute der Nachspielzeit, also wirklich eine der letzten Aktionen der regulären Spielzeit, per Fallrückzieher den Ausgleich noch erzielt, den England dann eben in der Verlängerung noch zur Führung machen konnte. Ich glaube, er hat dann einen Kussmund in Richtung der slowakischen Bank gezeigt. Er hat den sehr typisch für zum Beispiel Eric Cantona Jubel mit ausgebreiteten Armen, so eine sehr majestätische Pose, erinnert fast schon an Jesus, und eben sich zwischen die Beine gegriffen. Obszön, ja, zu kritisieren, ja. Absolut. Er hat danach auf X auch gesagt, das sei ein Insider-Witz gewesen mit Menschen, die im Stadion waren. Das würde ich jetzt mal bezweifeln, weil es ja schon in Richtung auch der slowakischen Bank war. Ich glaube aber, man muss auch ein wenig Rücksicht auf den Fakt nehmen, dass Jude Bellingham vor wenigen Tagen 21 Jahre alt geworden ist und gerade in England, in der Geburtsnation des Fußballs, zu einer Art Messias, Heiland hochstilisiert wird. Es gibt Adidas-Werbefilme mit Hey Jude, mit seinem Gesicht in der Nahaufnahme. Er macht das alles mit. Er ist aber eben auch erst 21, zu dem Zeitpunkt 20 gewesen. Ich glaube, es ist völlig normal, dass mit einem da manchmal das Ego dann manchmal irgendwie mitgenommen wird, beziehungsweise muss man vielleicht auch aufpassen, das Schicksal einer gesamten Fußballnation nicht auf den Schultern eines sehr, sehr jungen Mannes auszubreiten. Herr Kühnert, wie haben Sie die Geste interpretiert? Ich kann mich den meisten sehr gut
anschließen. Ne? Also ich glaube, es ist ambivalent. Mit 21 ist man durchaus erwachsen und darf auch kritisiert werden für das, was man tut. Gleichzeitig sich vorzustellen, was das für einen jungen Menschen macht, in dem Alter so viel Aufmerksamkeit 24/7 zu erleben, ist, glaube ich, echt eine Schwierigkeit. Und am Ende muss man natürlich auch festhalten, weil wir eben über Rechtsextremismus gesprochen haben und jetzt über das, man darf Quatschgesten sozusagen machen und man darf sich unreif verhalten. Das darf dann kritisiert werden, ist aber nichts Verbotenes und schon nochmal deutlich abzugrenzen von solchen politischen Äußerungen. Was mir als Fan seit einiger Zeit auffällt und auch aufstößt, auch bei diesem Turnier, ist die zunehmende Neigung, sich vor der gegnerischen Fankurve wieder zu gerieren. Übrigens auch mannschaftsübergreifend. Also auch Kai Havertz war jetzt doch sehr explizit irgendwie vor der dänischen Kurve im Achtelfinale. Gefiel Ihnen auch nicht? Ja, also subjektiv ist mein Empfinden, dass das gerade relativ viel wieder vorkommt, dass man vielleicht irgendwie den Bierbecherregen dann irgendwie genießt oder als irgendwas Schönes empfindet. Ich persönlich mag Fußball mehr, wenn man dann einfach seinen Erfolg so auskostet und nicht nochmal diesen Provokationsmoment braucht. Dann hatten wir in der letzten Woche noch einen besonderen Moment beim anderen Superstar dieses Turniers, Cristiano Ronaldo, der erst im Spiel einen Elfmeter verschoss, dachte damit schon alles versemmelt zu haben. Und dann das Weiterkommen. Letztlich ist Portugal doch weitergekommen. Und man sah ihn in großen Tränen. Waren die echt, Frau Güte? Was glauben Sie? Gut, das kann ich natürlich nicht sagen. Die Tränen waren natürlich aber vor allem nach dem verschossenen Elfmeter. Und nicht erst nach dem Weiterkommen. Die ganze Mannschaft ist auf den Platz geeilt. Auch die auf der Bank saßen, Staff, alle haben ihn getröstet. Man sieht eben dann doch, was Cristiano Ronaldo auch in den späten Tagen seiner Karriere, auch wenn er jetzt in Saudi-Arabien vielleicht nicht mehr auf dem sportlich höchsten Niveau spielt, für dieses Land bedeutet. Der ist dort eine Art Nationalheld. Man merkt das fast schon auf dem Platz, dass Spieler, das ist jetzt bei dieser EM ein bisschen weniger, weshalb ihm ja auch Selbstlosigkeit attestiert wurde, weil er einmal quer rübergelegt hat, statt selbst abzuschließen. Ja. Auch die Spieler auf dem Platz ist wie so ein Sensor, der ständig irgendwie registriert, wo ist Ronaldo und wie kann ich ihm jetzt den Ball zuspielen. Es ist vielleicht im Anschluss dieser Szenen ein bisschen anders zu bewerten und zu sagen, ja, vielleicht geht es ihm doch vorrangig darum, wie er jetzt seine Karriere bei Portugal beendet und nicht nur um das Greater Good. Aber gut, es wird auch häufig über Emotionen und Druck im Fußball gesprochen. Das gilt natürlich auch für Cristiano Ronaldo. Dann ist natürlich Cristiano Ronaldo jemand, der sich entschieden hat, für den saudi-arabischen Club Al Nassr zu spielen. Soll dort rund um die 200 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Wie problematisch blicken Sie auf einen solchen Wechsel, weil er sich damit natürlich auch zur Marionette, zur Werbefigur eines brutalen Unrechtsstaates macht? Ja, ich muss sagen, ich finde das schon sehr kritisch, weil ich mich manchmal frage, wo sind dann die Grenzen? Vor allem, wenn man irgendwie auch über den Fußball Werte vermitteln möchte und dann zum Beispiel in einem Land spielt, wo es keine Meinungsfreiheit gibt, wo es kaum ausgeprägte Frauenrechte gibt, und dann noch so jemanden, der wirklich, ich glaube, die größten Follower bei Instagram hat und einfach Millionen, vielleicht sogar Milliarden Menschen halt erreicht. Also da erwarte ich gerade von Fußballprofis einfach viel mehr Haltung. Sie auch, Herr Kühnert? Ja, was für mich nicht bedeuten muss, dass man da nicht spielen kann, weil viele Profispieler spielen in Ländern, die nach unseren Standards keine lupenreinen Demokratien sind. Also auch deutsche Nationalspieler haben in der Türkei und anderswo gespielt in Zeiten, wo Wahlen dort nicht demokratisch aber abgelaufen sind beispielsweise. Man hat ja eh die Frage zunehmend, ob der Fußball immer mehr quasi an Diktaturen verhökert wird. Nur mal ein kleiner Beispiel. Allein 5 der 13 Hauptsponsoren bei dieser Europameisterschaft kommen aus China. Wie finden Sie das, Frau Güte? Gut, auf jeden Fall nicht. Aber ich finde, es ist eine völlig offensichtliche Entwicklung, die auch schon sehr, sehr lange läuft. Ich würde auch dahingehend ein wenig den Unterschied machen, zum Beispiel zwischen Nationalspielern, die in der Türkei gespielt haben, und Spielern, die in Saudi-Arabien spielen, weil das saudische Regime sehr offensichtlich den Sport als Vehikel für politische Botschaften nutzt oder für die eigenen politischen Zwecke. Ich meine, Sportswashing, wir haben es jetzt alle in den letzten Jahren rauf und runter gehört, gerade eben wegen der Weltmeisterschaft in Katar, die mutmaßlich auch nicht
ganz den Regeln entlang vergeben wurde. Und das wäre dann natürlich wieder ein Beispiel. Es ist natürlich etwas ernüchternd, wenn alle feiern, es ist endlich wieder eine EM, wo man sich nicht Gedanken um Menschenrechte etc. pp. Machen muss und dann trotzdem auf der Bannenwerbung Visit Katar steht. Das gehört aber mittlerweile zum Fußball dazu. Auch der FC Bayern ist lange mit Qatar Airways auf dem Ärmel aufgelaufen. Es ist eine Realität, mit der Menschen, die auch gerade im Vereinsfußball viel irgendwie unterwegs sind, seit Jahren schon konfrontiert sind, ist es trotzdem eine, die natürlich kritisch zu beobachten und beurteilen ist. Und dann blicken wir schon mit großer Vorfreude auf das Jahr 2034, wo ziemlich sicher die Fußballweltmeisterschaft in Saudi-Arabien stattfinden wird. Erstens, Herr Jemers, wie finden Sie das und warum glauben Sie, es war tatsächlich ein asiatisches Ausrichterland, war dran, warum hat sich dort kein Gegenkandidat gefunden? Also ich finde, ich bin mit sehr vielen Wertedebatten aufgewachsen. Ich habe häufig von Lehrkräften gehört, das sind unsere Werte und die musst du akzeptieren. Und wenn ich dann mit solchen Wertedebatten aufwachse und dann solche Entwicklungen halt sehe, die man natürlich auch jetzt wirtschaftlich und kapitalistisch begründen kann, aber es klingt bei mir einfach doppelmoralisch, wenn man von mir die ganze Zeit in meinem Leben erwartet, du musst dich hier an die Werte halten und man dann die eigenen Werte verkauft. Guter Punkt, ja. Das ist bei mir so eine Sache, da kommt einfach vieles aus der Vergangenheit hoch und ich frage mich, welche Werte habt ihr denn außer Geld? Mal so provokant gefragt, habt ihr überhaupt außerhalb von Geld Werte? Also das sind so Fragen, die ich halt schon meinen Lehrkräften gestellt habe und immer wieder den Unterricht damit gestört habe. Aber das sind halt eigentlich, glaube ich, so, das ist nochmal so die Perspektive, die ich halt habe und gerade in Kooperation mit Regimen, die autoritär sind, auch islamistisch gefärbt sind, da kann ich nur mit dem Kopf schütteln auf jeden Fall. Dazu passt auch ganz gut, Herr Kühnert, dass vergangene Woche hier im Spitzengespräch Ihr SPD-Parteifreund Bernd Neuendorf war, der heute Präsident des Deutschen Fußballbundes ist und der hier auf Nachfrage explizit nicht ausschließen wollte, für die Vergabe an Saudi-Arabien selber zu stimmen. Er sitzt dort in einem Gremium. Sind Sie da enttäuscht? Also wenn am Ende wirklich zugestimmt würde dafür, dann wäre ich davon enttäuscht, weil wir haben letztes Jahr oder wir haben bei der Katar-WM erlebt, wie das dann läuft am Ende. Und auch Fußballfans, die jetzt ansonsten nicht den ganzen Tag mit Politik zu tun haben, haben, glaube ich, gemerkt, dass das in jeglicher Hinsicht, was freie Meinungsäußerung angeht, aber auch einfach, was das Fußballerleben vor Ort im Stadion angeht, was von Spontanität und einer gewissen Anarchie irgendwie auf der Tribüne auch lebt, dass das einfach nicht vorhanden gewesen ist. Und die Verbände laufen am Ende Gefahr, dass ihre Werte, die sie ins Schaufenster stellen, dass es einfach hohle Phrasen sind. Dann steht da nämlich nur noch Respekt. Und Respekt nimmt ja in der politischen Debatte mittlerweile sowieso jeder für sich in Anspruch. Das heißt ja nichts anderes mehr als sie die Sachen genauso wie ich. Das ist dann Respekt und ansonsten nichts mehr. Und das finde ich dann schon, das finde ich schon ein bisschen wenig. Ja. Sie als früherer Groundhopper, würden Sie da hinfahren zu so einer WM in Saudi-Arabien? Nein, das ist ein Turnier, da habe ich schon jetzt keine Lust drauf, weil es einfach auch meinem Fan Empfinden nicht entspricht, so Stadien, wo alle die ganze Zeit auf ihrem Sitz hocken und so wirken, als seien sie da mehr zu Repräsentationszwecken hingesetzt, denn aus eigener Motivation, das schreckt mich ab. Wie muss man sich eine solche WM praktisch vorstellen, Frau Güte? Naja, nicht viel anders als die WM in Katar, nur dass im Sommer kann die nicht stattfinden schon mal? Ja, allein aus wetterbedingten Gründen nicht. Man muss zwischen Katar und Saudi-Arabien auch ein bisschen unterscheiden. In Saudi-Arabien gibt es eine Fußballkultur, die wesentlich älter ist als die in Katar. Dort die Menschenrechtssituation ist noch schlechter. Das stimmt. Das ist dann der nächste Punkt, aber nur bezogen auf jetzt das Stadionerlebnis als Fan. Auch dort gibt es so etwas wie Fankultur. Ich habe neulich im Rahmen eines kleinen Selbstversuchs mir ein Wochenende lang, beziehungsweise es war sogar unter der Woche, einen Spieltag Saudi Pro League angesehen. Und war auch tatsächlich sogar überrascht davon, wie viele Fans dort ins Stadion kommen. Man hat natürlich jetzt mit der jüngsten Transferoffensive der Liga dort auch einen Anstieg in der Anwesenheit von Fans gesehen, weil dort eben jetzt Stars wie Cristiano Ronaldo oder Neymar spielen. Trotzdem gibt es dort eine Art Fußballkultur, die es in Katar so nicht gibt.
Trotzdem ist es nicht die, die wir jetzt zum Beispiel aus Europa kennen, was ja per se erstmal nichts Falsches ist, aber gepaart mit eben der prekären Menschenrechtslage, mit keiner freien Meinungsäußerung, Fans können sich dort nicht frei bewegen, können dort nicht so feiern wie hier, können dort auch ihr eigenes Fandasein nicht so ausleben. Das alles unter dem Vorzeichen, dass Gianni Infantino, der FIFA-Präsident, wahrscheinlich auf der VIP-Tribüne mit Diktatoren Hände schütteln wird, ist schon eine recht unangenehme Vorstellung. Und auch ein Turnier, auf das ich auch aus Berichterstattungsperspektive wenig Lust habe. Zum Abschluss sprechen wir noch über das vorgezogene Finale, so nennen es manche, Deutschland gegen Spanien. Frau Güte, blicken wir auf die bisherigen Spiele. Was gefällt Ihnen am deutschen Spiel? Dass eine Spielidee zu erkennen ist, ein Spielwitz, den wir so in den letzten Jahren nicht gesehen haben, obgleich das Spielermaterial, Entschuldigung Jochen Breyer, gar nicht so anders ist. Aber Julian Nagelsmann hat eine Art und Weise gefunden, obwohl es eben eine Nationalmannschaft ist, wo man nicht ein ganzes Jahr über an taktischen Ideen tüfteln kann, er hat eine Art und Weise gefunden, gerade der Offensive eine Durchschlagskraft zu verleihen, die sie in der Vergangenheit vermisst hat. Auch die Hintermannschaft macht einen guten Job. Das ist alles sehr solide. Ich fand auch das Achtelfinale gegen Dänemark sehr solide. Ich habe viel Negatives auch gelesen und gehört. Das fand ich teilweise zu Unrecht. Ich fand, es war souverän. Es war ein ordentlicher Auftritt. Sterne nicht vom Himmel gespielt, aber gut, war auch nicht nötig. Ich glaube trotzdem, dass es gegen Spanien sehr, sehr schwer wird. Ja. Bei dem erwähnten Spiel gegen Dänemark musste zweimal der Video Assistant Referee Deutschland retten. Einmal ein dänisches Tor, was dann wirklich mit Millimeter Nachweis abseits war. Dann ein Handspiel, dadurch Elfmeter für Deutschland, was ansonsten niemand gesehen hat und auch niemand beklagt hätte. Herr Yilmaz, wie stehen Sie zu diesem Video Assistant Referee? Macht er das Spiel kaputt oder schafft er Gerechtigkeit? Also als ehemaliger Schiedsrichter muss ich Ihnen sagen, ich finde das Ding wunderbar. Ja? Also so knifflige Entscheidungen, die dann halt eben so ganz klar benannt werden können. Ich hatte das große Problem gehabt, wenn ich als Schiedsrichter im Amateurbereich unterwegs war. Ich war meistens alleine. Ich hatte sogar kaum manchmal Linienschiedsrichter mit dabei. Man läuft sich da irgendwie einen Ast ab und trifft dann am Ende die falsche Entscheidung. Und sowieso glaube ich, wenn wir über VR sprechen oder auch über künstliche Intelligenz, da geht's halt auch um die Zukunft des Sports. Und ich bin eher so jemand, der mit sehr viel Neugier auf diese technologischen Entwicklungen schaut. Sie auch, Herr Kühnert? Ich bin da ambivalent, muss ich ehrlich sagen. Also A, in den Situationen, wenn es gerade meiner Mannschaft dient oder nicht dient, gebe ich gerne zu, dass ich mich natürlich dann auch freue, wenn man vor Unheil bewahrt wird. Ich kann die Technologien dort besser nachvollziehen, wo es um Tatsachenentscheidungen geht. Also ich finde es bei Abseits, ist es für mich okay, weil unterm Strich wird niemand benachteilt über die Spieldistanz, weil es dann immer eine Tatsachenentscheidung ist. Dort, wo Fouls im Nachhinein im Strafraum nochmal neu bewertet werden und dann in einer ja gar nicht spieltypischen Geschwindigkeit, sondern stark verlangsamt geguckt wird, ist das jetzt ein energischer Eingriff in die Laufbewegung gewesen oder nicht? Da finde ich, entfernen sich dann die VAR-Entscheidungen einfach zu sehr von dem, wie man ein Spiel auch lesen und bewerten muss. Also deswegen ambivalent. Ambivalent trifft es ganz gut. Ich bin vielleicht sogar noch etwas auf der gegen den VAR-Seite anzusiedeln, aus mehreren Gründen. Fußballkulturell bin ich Traditionalistin, ausdrücklich nur fußballkulturell. Und allein für den Fan im Stadion macht der VAR vieles kaputt. Der Moment des Jubels ist verhaltener. Man weiß, okay, erstmal noch gucken, bis der Schiri das typische Kastensymbol in die Luft malt. Bei Abseits stimme ich absolut zu. Es gab ja jetzt auch Diskussionen darüber, früher hätte man gesagt, es wäre gleiche Höhe. Ja gut, aber wenn man halt irgendwie die Kniescheibe oder so mit rausnimmt, man verschiebt das Problem ja nur nach hinten. Irgendwo muss eine Grenze sein. Und wenn man das technologisch sicher und exakt bestimmen kann, dann sollte man das auch tun. Schwierig wird es bei Handspielentscheidungen, wo die Regeln sowieso seit Jahren völlig undurchsichtig und von jedem Schiedsrichter anders interpretiert werden. Es gibt jetzt auch bei dieser Europameisterschaft diese neue Technologie, dass ein Graph anzeigt, wann die Hand wie sehr den Ball berührt hat, die aber ja null Auskunft zum Beispiel über Absicht, keine Absicht, über Veränderung der Flugbahn etc. gibt. Ja. Über zum Beispiel der Nähe, aus der ein Spieler angeschossen wurde, war es überhaupt möglich, da den Arm anzulegen oder gar nicht ausgestreckt zu haben. Es ist schwierig, es gibt viele Argumente für.
den Videoschiedsrichter zurücknehmen könnte man es jetzt sowieso nicht mehr, weil dann würden alle sagen, ah, mit dem VAR wäre das nicht passiert. Aber da sind sich viele Funktionäre und Trainer, die auch am Anfang das Ganze befürwortet haben, einig, so wie er jetzt auch in der Bundesliga zum Beispiel angewandt wird, ist er nicht zielführend und führt viel, viel zu oft nur für Unverständnis und auch Fehlentscheidungen. Also ich wenn der HSV in die dritte Liga absteigt, dann seid ihr VAR-frei. Ich kann das als Dauerkarteninhaber bei Arminia berichten. Wir haben jedes Wochenende VAR-freie Spieltage. Also ich bin da gar nicht ambivalent. Ich würde es sofort abschaffen, aber das tut hier nichts zur Sache. Wir schauen noch einmal kurz auf Spanien. Was macht die spanische Mannschaft aktuell stark, Frau Güthe? Ja, die Spanier haben eine sehr, sehr starke defensive Stabilität, die oftmals aktuell hinten runterfällt. Darüber, dass gerade in der Offensive Lamine Yamal, Fabian Ruiz, Alvaro Morata, das sind alles sehr, sehr fähige Spieler im Mittelfeld, Pedri, also das ist das. Nico Williams. Zum Beispiel Nico Williams, der im Zweifel alles überstrahlt aktuell als einer der so größten Shootingstars dieser Europameisterschaft. Ja. Bei den Spaniern passt viel, es funktioniert viel. Es gibt keinen Mannschaftsteil, der so richtig abfällt, nicht wie bei den Engländern in Teilen, zum Beispiel das Zentrum. Es sind alle Positionen gut besetzt, wenn es auch nicht die ganz großen Namen sind, wie zum Beispiel so von 2008 bis 2012, wo die spanische Mannschaft schon mal quasi die Weltherrschaft übernommen hatte für eine gewisse Zeit. Es gibt nicht mehr den Iniesta und es gibt nicht mehr den Alonso, aber es sind alle Spieler, die, obgleich sie auch auf Clubebene zuletzt nicht so überzeugt haben wie jetzt, als Ganzes sehr gut funktionieren. Und das ist auch etwas, was auf Nationalmannschaftsebene sehr schwierig ist, auch ein bisschen Kontrast zu zum Beispiel Frankreich und England, wo es vor allem Individualkünstler sind. Bei Spanien ist es wirklich eine Mannschaft, die als Maschine funktioniert, wo das Kurzpassspiel auf ein neues Level gehoben wurde im Vergleich zu den anderen Mannschaften und meiner Meinung nach die beste Nationalmannschaft der Welt aktuell. Starke Worte. Rein spielerisch. Mal schauen. Wir haben viele Facetten dieser Europameisterschaft beleuchtet, nicht nur die sportlichen. Und ich will Sie zum Abschluss mal fragen, wie Ihre aktuelle EM-Stimmung ist. Haben wir bisher bei allen Gästen hier im Spitzengespräch, macht unser Stimmungskanometer. Also hier unten ist quasi Kahn am Boden, da oben in bester Laune. So die Gesamtstimmung. Herr Kühnert, fangen wir mal bei Ihnen an. Wie ist die Turnierlaune? Alles betrachtend. Ich bin so bei Micky Beisenherz auf der Höhe. Ziemlich weit oben, ja? Ja, okay. Durchaus. Gefällt Ihnen? Ja, es ist eine willkommene Abwechslung zum sonstigen Alltag im Moment. Ist ja gut, bei Ihnen ist der Kontrast natürlich besonders scharf. Ich mache das völlig unabhängig von der deutschen Nationalmannschaft, weil sich mein EM-Fieber sowieso eher auf das Turnier als Gesamte bezieht. Und ich würde mich irgendwo zwischen dem Kopf von Oliver Kahn rechts und also so leicht rechts unter Herrn Kühnert. Okay. Weil so langsam wird es auch. Das ist schon weit oben. Aber ich bin schon noch auch da. Sie sind noch da. Gut. Herr Yilmaz. Und darf ich Sie einsortieren? Also eigentlich würde ich sagen weit oben, weil ich fast jedes Spiel gesehen habe und im Freundeskreis gibt es im Moment kein anderes Thema. Ja. Aber ich mache mir so ein bisschen Sorgen, dass wenn die... Es geht ja nicht nur um den Fußball. Ja, ich mache mir so ein bisschen Sorgen, dass wenn Deutschland dann frühzeitig rausfliegt, wie die Stimmung dann irgendwie ist. Gerade auch über die Themen, über die wir halt gerade gesprochen haben. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde es ein bisschen, ja, so am Kinn von Oliver Kahn so ungefähr. Hier? Nee, da oben. Ach, da oben. Ja. Okay, gut. Was war das Problem von Christoph Daum? Das wollte ich auch gerade fragen, was ich meine. Na, sagen wir es so, es war noch ganz am Anfang. Kurz vor Beginn. Ich sagen muss, dass ich glaube, ganz am Anfang war mein EM-Fieber am höchsten. So die Vorfreude ist doch die schönste Freude. Ja, ich finde auch die Vorrunde, ehrlich gesagt, die schönste. Ich auch. Um 15 Uhr Fußball, was will man da? Genau. Und dann 6 Stunden am Stück. Gut. Ja. Ich meine, jetzt haben wir Sie als einzige Expertin da. Frau Güthe, wer wird denn nun Europameister? Vor dem Turnier habe ich gesagt England. Zwischenzeitlich habe ich dann gesagt, auf jeden Fall Spanien. Und mittlerweile sage ich entweder Spanien oder England. Weil England, obwohl sie echt enttäuschenden Fußball spielen und wirklich, es ist fast schon, es grenzt an Arbeitsverweigerung, mit diesen Spielern so biederen Fußball zu spielen. Nach diesem späten Tor gegen die Slowakei und die Art und Weise, wie sie dieses Spiel noch gewonnen haben, das ist typisch für eine Turniermannschaft. Mhm. Ich würde trotzdem... Mit Arbeitsverweigerung Europameister werden, ist auch nicht schlecht. Hat Deutschland auch schon mal geschafft. Stimmt. Okay. Ja, Sie haben es gerade schon angedeutet, was Sie befürchten, sollte Deutschland gegen Spanien ausscheiden. Glauben Sie, dass das Land dann, obwohl es jetzt keine Schmach war, in der Vorrunde ausgeschieden, dass es dann doch eher auf die Stimmung im Land sich negativ auslöst?
Ja, also ich kenne das schon von anderen WMs oder EMs, dass man dann sehr schnell einen Sündenbock sucht und wir wissen altbekannt, wo der Sündenbock dann gesamtgesellschaftlich landet. Wenn ich mir auch noch die ganzen Abschiebedebatten der letzten Wochen so anschaue, das ist so ein bisschen so die Sorge, die ich habe. Mhm. Und ich würde mir halt irgendwie wünschen, und da muss ich halt echt sagen, dass ich selber immer wieder erlebt habe, dass die Türkei und Deutschland sehr häufig auch schlechte Verlierer einfach waren und sind. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig. Und ich würde bei einer Sache definitiv aber auch mitgehen. Ich glaube, Spanien wird gegen Deutschland gewinnen und dann werden die danach Europameister. Tja, Herr Kühnert, was hat denn die deutsche Nationalmannschaft aktuell, was die SPD ihre Partei nicht hat? Ist es Spielglück oder haben die doch den besseren Cheftrainer da beim Fußball? Unbeschwertheit, würde ich sagen, ist auf jeden Fall ein großer Unterschied. Die letzten Turniere, da waren immer viele Spieler dabei, die auch schon die Turniere davor hatten. Und es war so ein aufgestauter Erwartungsdruck. Jetzt muss die Schmach vom letzten Mal ausgewetzt werden. Jetzt sind aber kaum noch Spieler mit dabei, die diese ganze Reihe von verlorenen Turnieren mitgemacht haben. Es sind viele neue, viele, die ihr erstes großes Turnier spielen und daher unbeschwerter aufspielen können. Mhm. Und das ist etwas, was wir gerade nicht so verkörpern. Wir haben gerade ein europäisches Turnier verloren vor 3 Wochen und das steckt uns ganz schön in den Knochen. Ja. Vielleicht sollten Sie auch mal ein bisschen mehr frische Leute einwechseln. Was kann denn der Bundeskanzler vom Nationaltrainer aktuell lernen? Ich halte immer nicht so viel von diesen Analogien. Ich glaube, der kann nicht so viel von dem lernen, weil der Bundestrainer ja einen großen Vorteil hat. Der Bundestrainer. Es würde ja auch eine gewisse Lernbereitschaft hinzugehören. Ich hätte aber eine Idee. Bitte. Das ist Emotionen zeigen. Ja. Also ich würde mir wünschen, dass Olaf Scholz wirklich mal öfter Emotionen zeigt und mal ein bisschen mit mehr Leidenschaft an die Sache rein. Im Stadion oder auch? Nee, bei seinen Reden, bei seinem Auftreten, da. Ich glaube, das wünscht sich Herr Kühnert auch, aber ist das realistisch? Ich erlebe das schon hin und wieder, aber es gibt den. Bei Ihnen im Keller im Willy Brandt-Haus. Ja, nicht so sehr im Keller. Aber klar, nach außen hat er ein sehr hanseatisches Auftreten. Das ist schon so. Aber der entscheidende Unterschied ist eben, Julian Nagelsmann wirkt in seinem Bereich, wenn Sie so wollen, mit absoluter Mehrheit. Er hat keine Koalitionspartner, mit denen er abstimmen muss, wie er die Aufstellung macht und welche Taktik er spielen lässt. Das bestimmt er allein. In dieser Position ist weder der aktuelle Bundeskanzler noch irgendein anderer, den man an seiner Stadt dahinstellen würde. Und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Unterschied. Das war nochmal der Hinweis auf die Koalitionspartner. Vielen Dank, Herr Kühnert. Vielen Dank Ihnen für die Diskussion und den Besuch im Spitzengespräch. Das hat Spaß gemacht. Vielen Dank bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Auch nächste Woche sind wir wieder für Sie da. Bis dahin bleiben Sie heiter, so gut es geht. Und bis bald. Das war das Spiegel-Spitzengespräch. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, geben Sie gerne eine Bewertung ab und abonnieren Sie diesen Podcast, um keine Ausgabe zu verpassen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten. Bleiben Sie heiter, so gut es geht. Bis bald.